bisschen mit der Kamera wegzuzoomen und auf B zu klicken und auf 1. Lol. Upsi. Habe ich wohl was vergessen? Ich dachte, ich hätte es gedrückt. Hatte ich aber nicht. Egal, jetzt habe ich es ja gedrückt. Ich überlege gerade, ob es nicht klüger ist, den anderen Hülimann zu verkaufen. Dafür nochmal fett Geld einzukassieren. Da hätte ich halt nur einen Schlepper am Anfang. Aber das macht ja auch nicht so arg viel. Obwohl, wenn ich dann irgendwann mal einen Helfer einstellen will. Ja gut, das ist ja irgendwann mal. Ja, überlege ich mir nachher, wenn ich hier das Feld fertig gemacht habe, was noch ein bisschen brauchen wird bei so einem kleinen Ding da. Oh, sogar ein Gelenk hat das Teil. Edel, edel. So, hier nochmal der schöne Ausblick auf Silos. Hammer geil. Wahrscheinlich, ja, ich werde Musik unterlegen zu diesem Projekt hier, wieder von Puppy Feud oder wie die heißen da. Kann man sich hier kostenlos downloaden, ist auch gamerfrei und sowas, das ist ganz wichtig. Die Musik habt ihr schon öfters in der Sniper-Montage oder so gesehen und ja, die finde ich auch relativ cool. Will ich dann machen? Ich weiß nicht, ist es doch bei jemand so, dass es immer leckt am Anfang, wenn ihr Licht anmacht? Also bei mir leckt es dann immer mal so kurze Rounds, dann könnte ich noch ausmachen. Jetzt hört sich das nämlich auch ein bisschen besser an. Weil bei manchen Spielen ist das Rounds echt verkackt. Echt, echt, echt verkackt. Das ist richtig. Alter, ich hasse diesen Schwadelreisel. Ich fahre jetzt einfach immer zum Beispiel davon jetzt rein und dann fahre ich einmal wieder rum und dann da wieder rein. Moment mal, wie viel würde ich für den Hülimann kriegen? Ballentechnik, Futtertechnik, Gewichte, diverses Takthörchen. Hülimann. Dann verkaufen. Wo steht verkaufen? Verkaufen 65.000. Wann könnte ich mir das große Schwader-Dings kaufen? Macht das Sinn? Ich möchte mal kurz unterbrechen und zu diesem Hülimann wechseln. Und mal kurz auf die Map gucken. Nicht auf dieses Ding da. Auf die Map. Und zwar, wo der Landmaschinenhändler ist. Der müsst ihr auch irgendwo auf dieser Map rumschwören. Wenn es einen gibt. Wo war denn mein Spawn? Dann könnte ich nämlich zu dem kurz hinfahren. Und gucken. Da ist die Map. Da gucke ich kurz hin. Also die Map ist wirklich sehr, sehr detailgetreu. Und sie gefällt mir sehr, sehr gut. Spawn Area steht extra dran. Händler. Bei Feld 13. Also, ab zu Feld 13. Und mal gucken, was der Händler uns gibt. Dann fahren wir jetzt an Feld 13 vorbei. Ah, wir können mit dem anderen einen Helfer einstellen, auch wenn das teuer ist. Aber das ist mir scheißegal. Das ist mir gerade echt scheißegal. Ich will nämlich, dass das Feld fertig wird. Geht es bei dem? Sollte eigentlich. Dann werden wir jetzt mal kurz umspringen. VB machen. Den Schlepper in eine gerade Position bringen. Wusste das auch wichtig, ich mochte Hilfe, ja. Nun werden wir im Tonneau stehen. Werden es mal hart drücken. Ich kann beim Schwadern keine Helfer einstellen. Okay, das wusste ich nicht. Egal, dann verkaufe ich jetzt den Traktor und kaufe mir einen großen Schwader. Dann könnte ich den auch verkaufen, den Schwader. Weißt du was? Dann verkaufe ich den Traktor. Weil der hat auch schon weniger Benzin. Ja.
bisschen nachdenken, bevor ich hier wieder Kurzschlussinformationen, nee, wie heißt es? Kurzschlussreaktion mache. Werden wir den nämlich komplett so im Gespann verkaufen. Also alles einzeln natürlich. OGF USA Map, da stand es auch noch gerade, also Farm stand da. So, jetzt hier Schiele, Green Valley, Güterbahnhof, Mühle, Landhandel. Dann werden wir jetzt nochmal zum Landhandel fahren. Und ich glaube, das ist auch schon. Feldhaus, Feldhaus. Oh, das ist der Landhandel, ganz unverkennbar. Wo kann ich denn hier meine Gebrauchtwarenabteilung? Wo ist die Gebrauchtwarenabteilung? Muss es doch hier geben, sowas. Hallo, eine Gebrauchtwarenabteilung. Da steht ein Bus, ernsthaft? Geil. Das sieht ja mal richtig gut aus. Ah, da ist eine Gebrauchtwarenabteilung. Wo muss ich den denn hinstellen? Da? Ich hoffe es mal. Das hätten sie ein bisschen besser machen können. Also im echten, dass eine Fläche markiert ist. Verkaufen wir. Stellen wir den Schlepper auch noch kurz da drauf. Hä, war das ein Öschi, der das gemacht hat? Spar. Gibt's hauptsächlich in Österreich, glaube ich. Hey, cool. Das wäre cool, wenn der das ein Öschi das gemacht hätte. Fahrzeug direkt verkaufen. 78.000. Ja, nehme ich gerne. Dann kaufen wir doch kurz mal. Und zwar kaufen wir. Erste Investition. Das da. Wo steht denn das? Dass ich nachher weiß, wo ich hinfahren muss. Da, okay. Dann hole ich mir das jetzt. Jetzt haben wir 43.000 und noch einen Schlepper, aber dafür so ein Mega-Sparer und das ist eigentlich okay. Es ist okay, Leute. Ich sag's euch, es ist okay. Es ist gut so, wie es ist. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich hoffe noch nicht allzu lang. Ich glaube aber schon mega lang. Aber jetzt werden wir noch das Teil holen, werden vielleicht noch kurz das Feld noch fertig machen, das entscheide ich kurzfristig. Und dann werde ich mal gucken, wie viel das Feld nebendran kostet. Das ist nämlich ziemlich attraktiv von der Größe her. Wenn ihr euch mal die Nummer 1 anguckt, unten auf der PDA-Map. Das ist neben meinem jetzigen Feld und so, vom Preis attraktiv, denke ich. So, da haben wir unseren Schwader, nehmen ihn mit, fahren wieder weg, schätze meiner. Jetzt brauchen wir die PDA-Map nicht. Ich glaub's nicht. Irgendwann werde ich die auch überhaupt nicht mehr brauchen. Oh, Weizen und so könnten wir noch wegbringen. Meine nächste Folge. Also nächste Aufnahme. Zwei erstmal den danach. Groß ist der. Jetzt hat nicht das Licht angemacht, Heiligspottblitz. So groß und so toll. Das ist echt geil. Geilo. Werden wir mit dem Gespann da reinfahren oder da reinfahren? Da reinfahren. Dann werden wir da ganz vorne reinfahren, ja. Werden wir. Dann werden wir es aufklappen und Gas geben. Ist ein bisschen dumm hier mit den Zäunen. Ist ein bisschen eng. Vor allen Dingen, wenn man dann nicht fahren kann, so wie ich. Eigentlich steht es ein bisschen kompliziert. Puh, leck mich im Arsch. Da haben wir schönes Gerät gekauft. Schön groß fallen. Nicht zusammenklappe. Los, schwadern. Gas geben. Werden wir erstmal hier so kurz fahren.
Was total unnötig ist, weil wir da total wenig mitnehmen vom Gras. Ist mir egal. Boah, ich finde, das Ding ist jetzt schon geil. Ich find's geil. Sowas hatte ich nie im alten Spiel. Hatte ich immer nur Schnee. Immer nur dieser dumme Schnee. Nee, die war cool, die Map. Die, wo ich davor gespielt habe. Aber halt mit der Zeit etwas eintönig, weil man auch kein Geld verdient und sowas. So, damit geht es doch schon schneller. Ich glaube, ich wäre mit dem anderen Dinger gestorben. So langsam wieder gegangen ist. Der Auslauf hier hätte ein bisschen größer sein können, dass man ein bisschen mehr Platz hat zu wenden. Weil so ist doch recht tricky. Tricky, tricky. Jetzt muss ich nämlich da fast in den Bach reinfahren. Und hab da so komische Dinge, oder? Da muss ich nämlich jetzt nämlich ganz vorfahren. So, stopp! Halt, stopp! Machen wir so kurz aus. Das war jetzt natürlich unklug und dumm und alles ist mir egal. Oh Gott, ich sehe schon, ich kann nicht mehr fahren für diese Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir werden nächste Folge weiter schwadern mit unserem Höhlenmann und unserer Sparabo, den wir neu gekauft haben. Und